1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken Wargames und Games Island. Hallo und herzlich willkommen beim Adventskalender von 1000 für den Imperator. Mein Name ist Elli und ich möchte euch heute etwas über Magnus den Roten erzählen. Magnus, der seinen Beinamen aufgrund seiner kupferroten Haut und Haarfarbe bekommen hatte, war nicht nur körperlich eine beeindruckende Erscheinung. Unter den Primarchen war er auch derjenige mit den mächtigsten psionischen Fähigkeiten. Das zeigte sich schon während seiner Entwicklung. Noch in der Inkubatorkapsel begann er, den Warp zu erkunden und unterhielt sich auch auf psionischem Wege mit seinem Vater. Nach der Entführung der Primarchen strandete Magnus Kapsel auf Prospero, einem Planeten, auf dem die Bevölkerung, vermutlich durch eine erhöhte Aktivität des Warp in diesem Areal, außergewöhnlich viele Psioniker hervorbrachte. Jedoch auch psionisch aktive Raubinsekten, welche die Bewohner stark dezimierten und in eine einzige, geschützte Stadt in den Bergen zurückdrängten, nach Titzka, wo Magnus Kapsel in der Mitte des zentralen Platzes einschlug. Amon, ein Gelehrter und Poet, nahm sich des jungen Mannes an und wurde sein Mentor und Lehrmeister. Er warnte Magnus stets vor den Gefahren des Warp, und weil dieser die Ödnis auf Prospero voller verwaister Städte als mahnendes Beispiel vor Augen hatte, hielt er sich zunächst auch daran. Bald zeigte sich, dass niemand in Titzka dem jungen Primarchen noch etwas beibringen konnte. Er beschloss daraufhin, in die Einöde des Planeten zu ziehen, um dort nach weiterem Wissen zu suchen. Bei seinen Wanderungen, die hunderte Kilometer lang waren, geschah es auch, dass er den ersten, unbewussten Kontakt zu den Göttern des Chaos hatte, seine psionischen Kräfte vollends erwachten und er einen Angriff der psireaktiven Kreaturen zurückschlug. Nach diesen Ereignissen stieg er zum Herrscher auf Prospero auf, wo ihn kurz darauf der Imperator der Menschheit fand und mit seiner Legion, den Thousand Suns, vereinte. Die 15. Legion, in der viele psionisch begabte Soldaten dienten, litt schwer unter ihrem Gendefekt, dem sogenannten Flesh Change, bei dem die Körper der Männer sich aufblähten, ihr Fleisch schmolz und aus ihren Rüstungen floss. Und es waren kaum 1000 Space Marines übrig geblieben, als Magnus seine Söhne in seine Obhut nahm. Das war auch einer der Gründe, aus dem der Imperator die 15. Legion nicht mit in den großen Kreuzzug führen wollte. Magnus nahm sich seine Legion an und schaffte es tatsächlich, die Schäden in der Gensaat so weit zu reparieren, dass der Flesh Change nicht mehr ausbrach. Allerdings nicht aus eigener Kraft, wie er es alle glauben machte, sondern mit Hilfe eines dämonischen Paktes. Mehr als 100 Jahre nach Beginn des großen Kreuzzuges war es dann endlich soweit. Die Thousand Suns waren wiederhergestellt und zogen in einem Triumphzug von Prospero aus in die Schlacht. Magnus' Ansinnen während des Kreuzzuges war jedoch nie das Erobern neuer Welten, sondern vielmehr das Ansammeln von Wissen. Und so wurden Bücher und Kunstwerke, Datenspeicher und Artefakte eingesammelt, sei es von menschlichen oder von Xenos-Welten. Das Ziel des Feldherrn war es, die Menschheit zu erhöhen und voranzubringen, und auch die psionischen Fähigkeiten gehörten für ihn dazu. Bald galten die Thousand Suns aufgrund ihres Handels als unzuverlässige Kampfgefährten. Manche bezeichneten sie gar als Hexer. Gemeinsam mit Sanguinius und Chagatai Khan gründete Magnus schließlich das Skriptorium, einen Zusammenschluss psionisch begabter Space Marines, die lernen sollten, ihre Fähigkeiten im Kampf einzusetzen, manchen Legionen in Schlachten mit ihren Psi-Kräften zur Seite standen und eine beachtliche Kampfkraft bewiesen, jedoch nicht in allen Legionen gerne gesehen waren. Während des Triumphzuges von Ulanur warnte Motarion Magnus, dass Leman Russ gegen ihn hetzen würde. Er solle von der Hexerei ablassen, dies würde kein gutes Ende nehmen. Magnus ignorierte die Ratschläge. Während seiner Abreise von Ulanur nahm er Kontakt zum Imperator auf und erzählte ihm von einem Netz aus Tunneln im Warp, dessen Eingang er bei Forschungen auf dem Planeten Agoru entdeckt hatte. Der Imperator wirkte wenig überrascht, teilte Magnus mit, dass er bereits selbst an diesem Netz forschte und ließ den Primarchen ohne nähere Erklärungen zurück. Nur kurz nach diesen Ereignissen wurde Magnus zu einer Versammlung unter der Leitung des Imperators nach Nicaea gerufen. Er dachte noch, dass das Konzil dazu dienen sollte, die psionischen Kräfte in den Streitmächten weiter zu stärken und zu legitimieren, bemerkte jedoch bald, dass das genaue Gegenteil der Fall war. Mehrere Primarchen, darunter Motarion, sprachen sich deutlich gegen die Hexerei aus.
Und obwohl Magnus seine Suche nach Wissen brennend verteidigte, verbot der Imperator der Menschheit schlussendlich bei Strafe jegliche Nutzung von Psionik bei den Adeptus Astartes. Ein Schlag ins Gesicht für den Primarchen und seine 1000 Sons. Während des Konzils wurde Magnus von einer Vision heimgesucht, in der er die Korruption Horus und der Primarchen durch das Chaos sowie den Ausbruch eines gewaltigen Krieges sah. Deshalb kehrte er nach dem Konzil nach Prospero zurück, um dort an seinen Forschungen weiterzuarbeiten, auch wenn dies bedeutete, gegen den Befehl seines Vaters zu handeln. Um Horus vor dem Fall an das Chaos zu retten, arbeitete er mit den 1000 Suns daran, seinen Astralleib über bis dahin noch nie dagewesene Distanzen zu entsenden. Als die Forschungen weit genug vorangeschritten waren, begab Magnus sich in eine Kristallhöhle unter Titzka und reiste mit Hilfe eines mächtigen Rituals nach Darwin, wo Horus schwer verwundet worden war. Dort drang er in die Traumwelt des komatösen Primarchen ein und versuchte, diesen von seinem Verrat abzuhalten. Dem Ordenspriester der Wordbearers, Erebus, gelang es jedoch, Horus immer tiefer in die Traumwelt hinabzuziehen, wo sich dieser letztendlich für das Chaos entschied. Magnus kehrte daraufhin nach Prospero zurück und beschloss dort, dass er dem Imperator unbedingt persönlich von Horus' Fall erzählen müsse. In einem gigantischen, psionischen Ritual gelang es Magnus, einen Weg in den Warp zu finden. Dort fand er nicht sofort, was er suchte, und schrie seine Wut in den Warp. Dies wurde von einer dunklen Kreatur gehört, die Magnus ihre Hilfe anbot. Da dieser keine Hintergedanken wahrnehmen konnte, nahm er das Angebot dankend an und fand so den Weg nach Terra zum Goldenen Thron. Dort brach mit seiner Ankunft jedoch das Chaos, ganz wörtlich gesprochen, über die Höhle des Goldenen Thrones herein. Durch die alles erschütternde psionische Schockwelle wurden Tausende der im Thronsaal Anwesenden getötet oder in den Wahnsinn getrieben. Die Forschung des Imperators, der Versuch, das Netz der 1000 Tore mit Hilfe des Goldenen Throns für die Menschheit nutzbar zu machen, die Arbeit von Jahrhunderten, zerstört binnen eines Augenblickes. Die Technik, die das Warp-Portal kontrollierte, brannte durch. Die Schutzwelle waren vernichtet. Zwar tauschten der Imperator, der auf dem goldenen Thron saß, und der purpurne König, der als Lichtgestalt aus dem Warp trat, in einem kurzen Moment der Klarheit alle Informationen aus, aber all das zerfiel zu Bedeutungslosigkeit im Angesicht der absoluten Zerstörung. Entsetzt über seine Tat wurde Magnus zurück nach Prospero gerissen, bemerkte aber noch, dass sich im Warp Kreaturen für einen Angriff auf den goldenen Thron sammelten. Er wusste, dass der Imperator Vergeltung fordern wird. Nach seiner Ankunft kontaktierte ihn ein Dämon des Zinsch mittels einer Vision. Magnus erfuhr, dass seine Eitelkeit und Arroganz vom Chaos ausgenutzt wurden, um den ewigen Kreislauf aus Zerstörung und Wiedergeburt in Gang zu bringen. Völlig verzweifelt beschloss Magnus, die Sühne für seine Schuld vollständig auf sich zu nehmen und sich mitsamt seiner 1000 Suns in einem letzten Akt des Widerstands gegen das Chaos kampflos zu ergeben. Er legte deshalb einen psionischen Schleier um den Planeten, um die Ankunft der ausgesandten Space Wolves Flotte vor seiner eigenen Armee zu verheimlichen. Aufgrund der Erbarmungslosigkeit des Angriffs kam es dennoch zur Schlacht, in der sich die 1000 Suns den Angreifern zunächst durchaus als ebenbürtig zeigten. Im Verlauf brach jedoch wieder vermehrt der Flash Change aus und die 15. Legion wurde zurückgedrängt, während Prospero brannte. Im finalen Zweikampf mit Lehman Russ wurde Magnus schwer an seinem verbliebenen Auge verwundet. Kurz bevor der Space Wolf zum tödlichen Schlag ausholte, entfesselte Magnus einen mächtigen Zauber. Dieser verwandelte seinen Körper in eine gleißende Lichtgestalt, die auch außerhalb des Warp existieren konnte. Zeitgleich wurden er, die überlebenden 1000 Suns sowie einige Gebäude und Bewohner Titzkas auf den Planeten der Zauberer im Wirbel des Chaos gerissen. Dieser sollte fortan die neue Heimatwelt der 15. Legion sein, während Prospero in eine unbewohnbare Einöde verwandelt wurde. Magnus zog sich in einen hohen, unzugänglichen Obsidianturm zurück und wurde schließlich von Zinsch selbst in den Rang eines Dämonenprinzen erhoben. Seine Rolle während der Horus Heresy bleibt weitgehend unklar. Obwohl er an der Belagerung Terras an Horus' Seite teilnahm, stellte er sich nie vollends auf die Seite des Chaos. Verfolgte jedoch auch weit nach Horus' Tod die Space Wolves mit seinem Hass. Und so bleibt abschließend nur noch eine Frage im Raum stehen. Hat Magnus etwas falsch gemacht?